herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, und wir stehen mit Bronk am Lagerfeuer und es ist schön gemütlich, es ist warm und es ist, ja, wir stehen mitten im Ork-Lager und wir werden heute mal eine kleine Mission anreisen, wenn es hier eine Mission gibt mit Bronk. Schauen wir einfach mal nach. Wir gehen einfach mal rein in das schöne Langhaus und gucken mal, was denn in Muruguks Langhaus so gibt. Ladebildschirm. Hat man ja schon lange nicht mehr. Schöne Ladebildschirme. Kann ich euch helfen? Huch. Ich schaue mir selbst durch meinen Brustkorb und sehe einen Elch. Kann man uns helfen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du bist Gorbasch der Ironhead. Auch ich habe einst ganz Himmelsrand bereist wie ihr. Ich vermisse diese Zeit. Ja, vermisst ihr das Reisen auch? Oh ja. Die Straßen geben euch ein Gefühl der Freiheit, das in der Festung fehlt. Aber ich habe hier ein Zuhause. Und ich will meinen Clan nicht entehren, indem ich erneut wie ein kleiner Welpe weglaufe. Ja, was macht Gorbasch in der Festung? Ich bin Boruguks Bruder. Ich kam hierher zurück, nachdem ich viele Jahre in der Armee gedient hatte. Boruguk war zu diesem Zeitpunkt schon Häuptling. Und er hieß mich als Familienmitglied willkommen. Nicht als einen Rivalen, wie die Tradition es eigentlich vorschreibt. Oh, danke, mein Häuptling. Ihr habt in der Armee gedient? Gorbasch, der Ironhand. Oh ja. Ich war damals als Gorbasch Grodusznik bekannt, zu Ehren meiner Heimat. Viele Orks verlassen die Festung, um sich der Armee anzuschließen. Dort weiß man unsere Kampf- und Schmiedekunst zu schätzen. Und wir freuen uns über die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Ja, Brock auch guter Schmied. Kämpft wacker. Brock immer wacker kämpfen. Reden, Shell. Ich bin Boruguks Lieblingsfrau. Er weiß, dass meine Schönheit es verdient, verehrt zu werden. Shell, schöne Frau. Brock verstehen. Du sei ein Garul. Wir können handeln, sobald es draußen hell ist. Können Garul beibringen, Brock, wie man sich in schwerer Rüstung besser bewegt? Wenn ihr sie richtig verwendet, spürt ihr gar nicht, dass ihr sie tragt. Brock sowieso nichts spüren. Aber kostet viel zu viel. Brock haben nicht so viel Gold. Garul Waffen und Rüstung sind beeindruckend, obwohl sie nichts dergleichen hat. Doch, eine Ork-Axt. Ich wollte schon sagen Hacke, aber nee, ist eine Axt. Eine Ork-Axt. Aber keine Rüstung haben, nur eine Schmiedeschürze. Man sagt, dass Orks den Umgang mit dem Hammer schon im Mutterleib erlernen. Es ist Tradition, dass Mütter ihren Kindern das Schmieden beibringen. Hat ein Häuptling eine zweite Frau, wird sie daher Schmiedefrau genannt. Ihr seid Schmiedefrau und ihr habt keinen Hammer, ihr habt Axt. So, betreibt ihr mit einer der Städte Waffenhandel, Garul? Ab und zu. Aber eine Ork-Klinge ist ein sehr persönlicher Gegenstand. Zorn, Reue, Stolz. All diese Gefühle fließen in unseren Stahl. Als meine Tochter Lasch sich entschied, die Festung zu verlassen, habe ich ein Schwert geschmiedet, das all meine Schande und Trauer enthält. Ehrt mich mit dieser Aufgabe, Fremdling. Gebt das Schwert meiner Tochter, wenn ihr sie trefft. Sie wird wissen, was es bedeutet. Ork dafür sorgen, dass sie bekommt Schwert. Ich danke euch. Das Spiel nicht wollen, dass Brock hier Schwert nimmt. Ich nochmal sorgen dafür, dass sie Brock Schwert bekommt. Ich danke euch. Ah, Schwert nun hinzugefügt. Wir weiterreden mit Chief Boruguk. Ihr sprecht mit Boruguk, dem Häuptling von Dushnik Jarl. Und ihr sprechen mit Brock,
Brock von Brock. Ich sei ein Brock. Einfach Brock. So. Gibt es in Festung was zu tun für Brock? Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Oh. Okay. Brock Boruguk aufs Maul hauen. Warum auch nicht? Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Okay, okay, wir müssen Boruguk einen aufs Maul hauen. Das ist schön. Werde ich mir gleich mal den reinpfeifen. Sollte ich eventuell die Spitze, das Zeug aus der Hand nehmen. So, was haben wir denn an Bekleidung an? Wir haben eh alles an. Ach, da haben wir noch ein bisschen Zeug, können wir noch anziehen. Warum auch nicht? Nö, Brock, keine Ringe tragen. Warum haben wir eine Feldrüstung mit? Egal. Salz, Brief, Schlüssel, sonstiges. Können wir hier irgend noch was verwenden? Nee. Okay, wir also Boruguk eine aufs Maul hauen. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr wollt einen richtigen Kampf, was? Schnappt euch! Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen! Hey, das ist jetzt unfair. Das ist total unfair. Das ist ja voll unfair. Das ist voll unfair. Warum hat der... Glückstreffer. Ich ziehe euch bei lebendigem Leib die Haut ab. Das ist trotzdem voll unfair. Brock, schlaf. Habt ihr euch verlaufen? Ich will denn doch nur aufs Maul hauen. Warum darf ich... Da! Muss ich nochmal hier. Wir können handeln, sobald es draußen hell ist. Ja. Ab und zu. Als meine ehrt mich mit dieser Aufgabe, Fremdling. Ich danke euch. So. Nein, Frau. Euch wurden andere Gaben geschenkt, eurem Häuptling zu gefallen. So, ich habe nochmal gespeichert. Ich esse nochmal kurz was. Zaubertränke, kleine Heilung. Kurz ein gebratenes Ziegenbein noch. Ich spreche mit Garol und alles wird gut. Oh, danke, mein Häuptling. So. Speichern und jetzt hier aufs Maul. Ihr sprecht mit Boruguk, dem Häuptling. Wie wär's mit einem kleinen Test? Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Los, ihr gehört mir. Das wird wunderbar. Wo ist er denn? Da. Nur ein Kratzer. Erbärmlicher Schwächling. Was heißt der erbärmlicher Schwächling? Ich hau aufs Maul hier. Ist das schon alles? Bete zu Stenda, solange ihr noch... Aua. Der hält aber schon ein bisschen was aus, oder? Komm doch her. Ich habe schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Na komm her.
So, Links-Rechts-Kombination. Ich zeig euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Ich hoffe, den kriegen wir da unten. Das war schon alles? Wirklich? Wie viel Energie hat denn der? Verdammt! Aua! Das war gar nichts! Niemand schlägt einen Ork! So, Schlag, 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 komm! Ja, gleich sind wir down, au, da sind wir down! Ach du Heilige, da sind wir down! So, und jetzt? Da blutet er noch ein bisschen außenarisch auf dem Boden. Na komm schon, steh auf. Wir bräuchten noch ein paar Heiltränke. Okay, das funktioniert wohl nicht so ganz. Damit. Ich habe euch heute in der Schmiede arbeiten sehen, Frau. So, Schlafenbett fremd, Schlafenbett. Können wir uns hier irgendwo hinlegen? Schlafenbett fremd, Schlafenbett fremd. Schlafenbett fremd. Schlafenbett fremd. Ei, kann ich mich hier nirgendwo hinlegen? Lasst euren Worten Taten folgen. Kein Wort mehr über Shell. Ich darf mich hier nirgends hinlegen. Ich müsste mal eine Runde pennen. Eine Runde pennen, dann handeln und dann Buruguk eine aufs Maul. Der ist echt gut. Das ist das Problem. Kann ich hier nirgends pennen? Ich müsste hier mal eine Runde... Vielleicht gibt es in der Mine was. Schauen wir mal einfach mal in die Mine rein. Vielleicht gibt es in der Mine irgendeinen, keine Ahnung, kleinen Schlafplatz, wo wir uns vielleicht mal hinlegen können. Auf jeden Fall könnten wir hier handeln. Codex der Malakadro. Oh. Kleiner Heiltrank, der wird uns bei der Prügelei gute Dienste leisten. Elfenpanzerhandschuhe und Orkaliumerz. Komm, das Orkaliumerz nehme ich mit. Oh, hier ist ja doch ein bisschen Personal unterwegs. Aber wenn hier Leute sind, die hier Zeug abbauen, dann muss es hier auch irgendwo einen Platz geben zum Schlafen. Da ist Orkaliumerz, sehe ich da schon. Also wir können hier durchaus noch ein bisschen schmieden. Da ist auch noch Orkaliumerz. Das Blöde ist, ich sehe nicht, ob die uns sehen. Ist natürlich Risiko, hier was zu klauen. Lass das, wo es war. Ja. Muss dich noch nicht interessieren. Bring das einfach mal so Richtung Aufgang. Ha, jetzt ist es meins. Hier ist natürlich alles stehlen, ist klar. Da ist noch mehr Orkaliumerz. Ja, ich würde so gerne in die Mine, in die Kiste reinschauen. Habt ihr denn hier keine Schlafplätze? Hier auch noch Orkalium, so eine richtige Orkaliumerzmine. An sich gar nicht schlecht.
Was zum Pennen gibt's aber trotzdem nicht. Nö. Die arbeiten hier zwar alle fleißig, aber zum Pennen gibt's hier nichts. Ich will mit denen jetzt eigentlich auch nicht reden. Ich will eigentlich nur einen Platz zum Schlafen. Ist natürlich jetzt ein bisschen nachteilig, dass wir hier nicht pennen können. Na gut, ich gehe nochmal in das Langhaus rein. Schaue ich nochmal. Jetzt haben wir doch ein paar Tränke mehr. Zwei, um genau zu sein. Und vielleicht können wir ja jetzt aufs Maul hauen. Vielleicht geht es sich ja jetzt aus. Das dauert zwar ein bisschen, ich weiß, aber... Kann ich euch helfen? Ihr habt ja... Geht freiwillig, solange ihr noch könnt. Ihr geht jetzt besser.